sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi, vengo a darvi appuntamento dopo questa pausa estiva indimenticabile nella quale ci hanno acquisito piccola Nazareth, ma noi siamo sopravvissuti perché ci accompagna la Madonna, per un appuntamento imperdibile. Domenica 6 ottobre a Milano alle ore 14:30 ci ritroviamo, per quanti lo vorrete, per un momento di preghiera. L'ultimo nostro raduno è stato a giugno a Firenze, una lunga estate che adesso volge al termine. Vi aspettiamo con la corona del rosario in mano, noi il popolo dei rosarianti, a Milano domenica 6 ottobre, prima domenica del mese dedicato alla Madonna del Rosario. Reciteremo insieme il rosario, accoglieremo la statua della Madonna, benediremo tutti i bambini e faremo la consacrazione alla Madonna e la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Domenica 6 ottobre, Milano, avanti con Maria e a presto. Gelobt sei Jesus Christus und vorwärts mit Maria. Guten und heiligen Tag euch allen, meine lieben Kinder, in den heiligen Herzen Jesu und Mariens und im keuschesten Herzen des heiligen Josef. Willkommen zurück zu unserer morgendlichen Rubrik Heilig und Kaffee. Oggi è venerdì 20 settembre, è l'ultimo giorno dell'estate questo, e forse qui oggi in Sicilia. Dass der Sommer uns gut verabschieden möchte. Denn endlich, zumindest bis jetzt, ist der Himmel nach ungefähr 12 bis 15 Tagen frei, komplett frei, intensiv blau und auch die Temperatur ist sehr angenehm, sodass wir draußen sitzen können. Es ist praktisch ein Vorgeschmack auf den Herbst. Allerdings weiß ich, dass es in anderen Regionen Italiens noch schlimmer war, weil es Überschwemmungen, sintflutartige Regenfälle und so weiter gab. Jedenfalls ab morgen, wie ihr wisst, verabschieden wir uns vom Sommer, 21. September, und wir treten in den Herbst ein. Heute ist Freitag, also erinnere ich euch an den Tag des Leidens des Herrn. Der Freitag ist der Tag der Passion, aber im Moment ist jeder Tag der Passion der Kirche, seiner Braut. Es ist wirklich die letzte Prüfung, der Karfreitag der katholischen Kirche, der Kirche von Rom. Der Titel, wie gesehen, ein Vorgeschmack, Pater Johannes, der Titel der Kirche Roms, die heutige Katechese, die Erscheinungen von Medjugorje und die Partisanen Satans. Was hat Johannes damit zu tun? In Minuten werdet ihr es verstehen. Wollt ihr lernen, ob die Madonna erscheint von jemandem, der ein neues Evangelium schreibt oder Pachamama im Vatikan platziert hat? Muss Papst Franziskus uns sagen, ob die Madonna in Medjugorje erscheint? Schauen Sie, ich bin fassungslos. Vor wenigen Augenblicken habe ich gehört, dass Pater Livio schlecht dran ist. Beten wir für ihn. Ein großes Ereignis. Unser geliebter Papst Franziskus ist auch heuchlerisch, weil das Dokument nicht sagt, dass die Erscheinungen echt sind. Er ist also ein Idiot. Ist er kein Heuchler? Ist er dumm? Entweder Heuchler oder Idiot. Zu feiern, vor wenigen Augenblicken, bei Radio Maria. Papa Franziskus, endlich hat Papa Franziskus Klarheit geschaffen. Wir müssen der Madonna dankbar sein. Es ist ein großes Geschenk der Madonna, was Papa Franziskus gestern getan hat. Was tat Papst Franziskus? Der Papst von Pachamama, der Papst, der homosexuelle Paare segnet, der Kommunion für Geschiedene, der Papst, für den alle Religionen gleich sind, apostatischer, heretischer Papst, der kein Papst ist, sagte, die Früchte sind gut, der Baum ist unklar. Am Ende, das hat er gesagt. Gesagt von jemandem wie Fernandes, der meint, dass Segnungen für schwule Paare in 10, 15, 16 Jahren gegeben werden sollten. Haben wir diese Leute da? Haben wir diese Leute? Beide sind Argentinier. Aber was hat Argentinien getan? Man fragt sich, warum sind Bergoglio und Fernandes Argentinier? Habt ihr Lust zuzuhören? Warum kommt ihr nicht? An alle ein Appell. Mal kommt nach Mailand. Löst euch von diesem teuflischen Konsortium. Es ist die Kirche der Dunkelheit. Es ist die Kirche Satans. Sie sind die Partisanen des Teufels. Sie sind verkörperte Dämonen. Habt ihr Minutella nicht geglaubt? Schlimmer für euch. Pater Livio feiert. Aber was? Aber was feiert er denn, Vater Gott? Sagt ihr es mir? Aber aus einer Sicht, was gibt's zu feiern? Warum Pilger zugelassen? Wegen Geldfluss. Das alles. Er schert sich nicht um die Seelen. Es ist ihm völlig egal um die Gewissen. Er schert sich um nichts. Vereinzelt werden Pilgerreisen genehmigt.
vengono autorizzati, diciamo, i pullman affinché la gente vada a Medjugorje perché c'è un giro di denaro. Tutto qui è il motivo. Ma poi questa dissociazione per cui i frutti sono buoni. E tra l'altro Fernandez, siccome Bergoglio quando l'ha scelto aveva detto questo dicastero per la fede deve cambiare orientamento, non deve essere più un ufficio di concentramento, la misericordia. Però guardate quanto sono disgraziati. Ieri hanno avvocato Ratzinger. Ma come? Ein dicasterium sollte sich nicht entfernen, aber wenn es ihnen passt und nützlich ist, dann vergessen sie es. Jedenfalls, persönlich ich, von jemandem, der Pachamama im Vatikan platziert und sagt, dass der Segen für homosexuelle Paare auf lächerliche und seltsame Weise in 10 bis 15 Tagen gegeben wird, nehme ich keine Lehren an. Leider seht ihr, es ist so wichtig, dass ich direkt drauf einging. Aber jetzt zurück. Sage ich das, es ist Freitag, also der Tag der Passion des Herrn, und deshalb verehren wir Jesus am Kreuz. Wir verehren Jesus am Kreuz. Ich, als ich in der Pfarrei war, hatte ich etwas erfunden. Also ich hatte experimentiert. Ich war der einzige Pfarrer, der das in Palermo gemacht hat. Es kamen Leute nach Palermo, schaut, ich wiederhole, da es so scheint, als wollte ich mich selbst feiern, sage ich immer, dass ich nichts Eigenes sage, also es ist alles erprobt. Ich hatte eine pastorale Formel erfunden, nach der Messe am Freitag. Also begannen wir freitags zu beten, hörten gar nicht mehr auf, weil wir jeden Freitag den Kreuzweg machten. Ich glaube so um 4:30. Fatima, du bist heute hier Zeugin. Dann war da die heilige Messe. Und nach der Messe kamen die Leute, die bei der Arbeit waren, weil sie wussten, dass ich, stellt euch vor, auf dem Altar, auf einer Plattform, das große Kruzifix aufstellte, beleuchtet mit den Kerzenlichtern, den Lampen, den Kerzen, und wir machten die sogenannte Kreuzverehrung. Es war ein Moment der Gnade, das kann man nicht im Radio wie live machen. Man muss anwesend sein. Aber ich versichere euch, die Kirche füllte sich. Und dann hörte ich Zeugnisse von Menschen, die geheilt wurden. Gleichzeitig Leute mit Panikattacken, solche Sachen, die geheilt wurden. Ich sang also praktisch Lieder, einige von Tessé, andere von Medjugorje, der Kinder der göttlichen Liebe, andere die klassischen Gebete. Und dann kam der Moment, in dem man zur Anbetung kam, um den Kruzifix zu küssen, jeden Freitag. Es war wirklich etwas, das mich erfüllte. Ich erinnere mich außerdem, dass ich in dieser Zeit, ich weiß nicht wie, es schaffte, zu fasten mit Brot und Wasser. Und so war es wirklich ein schöner Moment der Gnade. Nicht ausgeschlossen, dass sie sofort verstanden haben, wer ich bin, diese, weil sie Anhänger Satans sind. Weiß nicht, ob ihr versteht. Sie mussten es nicht mit der Zeit herausfinden, höchstens bestätigt. Das denke ich, denn wie sie mich aus der Pfarrei warfen, war am Tag der Mitteilung. Das ist noch nie passiert. Das sollte man mit Rupnik machen und nicht mit Minutella. Ich hatte keine Zeit, meine Sachen zu packen und so weiter. Jedenfalls, heute ist Freitag, wir verehren Jesus am Kreuz und ich erinnere euch an die zwei Gnadenmomente, die wir erleben müssen, die da sind, wenn ihr euch erinnert, die Abstinenz von Fleisch, heute isst man kein Fleisch und seine Derivate, und dann auch die Übung des Kreuzwegs. Gestern Abend hielten wir eine wichtige Katechese über die Offenbarung und die Symphonie des Lammes. Wir schlossen den Kyrios-Zyklus ab. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend. Die Bücher sind übrigens immer im Sekretariat erhältlich. Volevo hinzufügen, Sie haben bemerkt, wer dieses Buch kennt und es besucht hat, dass es verschiedene Begriffe auf Griechisch gibt. Im Buch, das ich zum Treffen in Mailand veröffentliche, passiert das auch. Bald ist es soweit, oder? Ansonsten, was Mailand betrifft, gibt es zwei Busse, die zur Verfügung stehen. Einer fährt von Bologna ab, westlicher Stadtrand, Borgo Panigale, und hält an den folgenden Stationen. Bologna San Lazzaro, Modena Nord, Reggio Emilia Parma Fidenza, Fiorenzuola. Einer startet aus Friaul, aber voll. Warum erwähnen? Und dann aus den Abruzzen. Ci gibt einen, der aus den Abruzzen startet mit den folgenden Haltestellen. Manopello, Pescara Bahnhof, Mosciano, Civitanova Marche, Loreto, Porto Recanati, Ancona Nord. Und dann gibt es auch den aus Trentino Südtirol, der die folgenden Haltestellen hat. Trient Süd, Rovereto Süd, Verona Nord.
Für weitere Informationen bezüglich Trentino rufen Sie die Nummer 338 an. 3569898. Ich wiederhole die Nummer 3 38 356 9898. Und dann werden natürlich im Laufe des Tages die Telefonnummern für die Abruzzen, für die Emilia-Romagna und für das Trentino bekannt gegeben, weil wir uns auf dieses Treffen vorbereiten. Vielleicht ein Gebetstreffen am Morgen um 10.30 Uhr. Ich hatte gestern 10 Uhr gesagt, ich habe mich geirrt. Um 10.30 Uhr gibt es Beichten für 2 Stunden bis 12.30 Uhr. Wir sind alle Priester anwesend. Dann gibt es um 14.30 Uhr Gebetstreffen. Zahlreiche von euch haben sich hier in ganz Italien und so weiter gebeichtet. Lasst nur den Platz, die ihn wirklich brauchen. Interpretieren Sie in dieser Phase hier, weil es nicht nötig ist, dass ich es Ihnen erkläre. Sie kommen von selbst darauf und die Situation ist dramatisch. Interpretiert das Geständnis nicht als konstant. Wie ein Ereignis, um das Gewissen zu ordnen und standzuhalten, sonst schafft man es nicht mit 6 Priestern, auch wenn es Überraschungen gibt. Um 2:30 nachmittags beginnen wir das Gebetstreffen mit der Begrüßung der Statue der Madonna, dem Rosenkranz, der Weihe der Madonna, dem Segen der Kinder von 0 bis 12 Jahren. Wir geben ihnen ein kleines Andenken und dann die Anrufung der Madonna vom Rosenkranz von Pompeji. Die Messe, die von Pater Johannes gefeiert wird, Gott sei Dank. Jetzt werde ich euch sagen, warum sie von Pater Johannes gefeiert wird, Gott sei Dank. Und dann nach der Predigt von Don Enrico, die eucharistische Anbetung, und es endet. Ein Moment der Gnade gegen 18.30 Uhr, maximal 19, sollten wir zum Abschluss kommen. Bene, also bereiten wir uns auf dieses Treffen vor. Und bei dieser Gelegenheit werde ich, wie ich euch gesagt habe, meine beiden gerade erschienenen Bücher zur Verfügung stellen, Die falsche Kirche und ihr Schicksal in nicht überarbeiteter Ausgabe. Da ist es mit dem Christus von Michelangelo. Aber so wie ich es im Dezember 2017 geschrieben habe, damit ihr seht, überprüft. Wir halten übrigens diese Katechesen am Dienstagabend ab, den Weg, den wir gegangen sind. Und dann das andere, auf das ich sehr viel Wert lege. Ich kann es kaum erwarten, es auch in den Händen zu halten. Da ist es, der Adler und die Sonne. Kommentar zum Evangelium des Johannes, 1. Band, das sind die ersten 5 Kapitel. Und auch zur Nutzung, wenn ihr wollt, für die Priester zur Vorbereitung der Predigten, denn ich zitiere die Kirchenväter und dann die großen Exegeten unserer Zeit, die Theologen. Es ist ein Kongress, ein Treffen für jedes Kapitel, vom Prolog an. C'è Schnakenburg, c'è von Balthasar, c'è Ratzinger, c'è San Giovanni Crisostomo, c'è Santo, insomma, è abbastanza esauriente. Und ich wollte sagen, dass es wie im Buch über die Apokalypse griechische Begriffe gibt, damit niemand entmutigt wird, der den Originaltext nicht studiert hat, besonders im Kommentar zum Evangelium Johannes. Warum das? Weil unser Publikum, Gott sei Dank, da es katholisch ist, vielfältig ist. Für die meisten von euch, sobald ihr den Begriff findet, geht ihr weiter. Allerdings gibt es auch Priester und nicht nur diese, sondern auch Laien und Laiinnen, die kulturell ein wenig höher stehen und es schätzen, wenn das Original häufig zitiert wird. Quindi non scoraggiatevi se nel libro, questa è la sifone dell'agnello, ma soprattutto nel libro il commento al Vangelo di Giovanni, di L'Aquila e il Sole, disponibile dal 6 ottobre, se troverete parecchio. Termini griechische, viele griechische Begriffe, die dazu dienen, das Werk zu qualifizieren. Also nicht aus kultureller Angeberei, sondern weil es Menschen gibt, die Griechisch kennen oder den Vergleich anstellen können, um die Unterschiede zu genießen. Die meisten von euch, die kein Griechisch können, macht es wie bei der Sinfonie des Lammes. Das heißt, wo es griechische Begriffe gibt, lest weiter oder lest es vielleicht, weil ich sie trotzdem erkläre. So, das war's für heute. Gehen wir zum heutigen Thema über. Ich erinnere euch daran, dass heute Abend um 21 Uhr die Pioniere des Rosenkranzes sind, weil es Freitag ist. Und um 5 Uhr ist der zweite Rosenkranz. Der Titel ist Pater Johannes, die Erscheinungen von Medjugorje und die Partisanen Satans. Ich habe bereits eine Einführung gemacht und gesagt, dass gestern Tucho Fernandez Besame Mucho bekannt gegeben hat, was die Hirten von Pachamama denken, auf das Konto der Gegnerin, die die heilige Jungfrau ist. Was denken Sie? Die Sache, die nur Sie sagen konnten. Früchte sind gut, aber am Baum nicht. Es tut mir leid, aber scheint es euch nicht eine Form von Dummheit zu sein, eine Botschaft zu akzeptieren, die die Früchte bedeutet? Und warum nicht Amsterdam? In Amsterdam waren die Früchte gut. Die Früchte sind gut in Amsterdam.
Con den Botschaften der Madonna von Amsterdam, mit dem marianischen Inhalt der Botschaften der Frau aller Völker, Botschaften, die auf der ganzen Welt verbreitet sind, wirklich auf der ganzen Welt, gibt es Kreise, die mit der Miterlöserin von Amsterdam in Indien, in Bangladesch, in Afrika verbunden sind. Wie geht's? Da galt das Kriterium nicht, weil Geld nicht stinkt, der arme Vater Livio, der ein Heuchler ist. Heute feiert er das liebevolle, väterliche Eingreifen von Papst Franziskus, ein historischer Akt, den ihm die Madonna vorgeschlagen hat. Papa Franziskus, Vater Livio, wir erleben schreckliche Momente, schaut. Wir befinden uns in einer erschreckenden Situation. Padre Livio dankt heute im Namen aller Medjugorje-Anhänger Papst Franziskus für diesen Liebesakt. Aber was ist der Liebesakt? Der Akt der Liebe ist, dass die Pilgerreisen nach Medjugorje erlaubt sind. Akt. Auf den Nachrichten, also Niki Lostat, in Bezug auf die pastorale und spirituelle Tätigkeit. Michi Lostat. Hingegen bleibt das Urteil über die Erscheinungen ausgesetzt, mit einer Tendenz, sie in vielen Dingen für unzuverlässig zu halten. Dieser da, wie heißt er, Pater Livio feiert, wenn das Dokument sagt, man solle nicht zu den Sehern gehen, vielmehr zu den angeblichen Sehern. Und der Grund, warum Medjugorje existiert, ist, weil es die Seher und Padre Livio gibt. Deshalb sage ich Heuchler und Dummkopf, weil das Dokument von Tuzio Fernandez sagt, man solle nicht zu den angeblichen Sehern gehen, sondern in der Pfarrei beten, was so gesagt auch schön klingen kann, oder? Aber warum nicht zu den Sehern, wenn die Erscheinungen wahr sind oder nicht? Teufel oder Himmel? Nein, weil wenn sie von den Sehern kommen, muss man sofort alles stoppen. Es ist eine Täuschung. Wenn sie vom Teufel kommen, noch schlimmer. Wenn sie von der Madonna kommen, warum es nicht sagen? Adesso gehen wir zum Dokument, aber ich muss mit Pater Johannes anfangen, weil heute Morgen, also gestern, noch vorgestern ist es angekommen. Und das, um euch zu sagen, dass es die Partisanen Satans sind, weil sie überall ihre Hände im Spiel haben. Sie haben erobert, sie dachten, sie könnten die Macht erobern. Gott muss jetzt eingreifen. Nichts anderes erwarten. Ein Eingreifen Gottes ist nötig. Haben überall ihre Hände im Spiel und währenddessen wir die wahren Gegner, weil wir es ihnen ins Gesicht schreien. Ich schreie ihnen ins Gesicht, Satans Partisanen. Es ist nicht so, dass man große Reden schwingen muss. Ich möchte, dass die Leute, die mir folgen, auch die Unentschlossenen, die große Frage verstehen. Und jetzt ist es nicht mehr, wenn ich mir erlauben darf, die große Frage ist nicht mehr, dass Benedikt der 16. hat das Munus nicht übergeben, weil das mittlerweile anerkannt ist. Adesso la große Frage è capire che Bergoglio, Fernandez, Olerich und so weiter sind Anhänger von Satan. Wenn ihr die Heuchelei seht, die sie haben, zeige ich sie euch. Im Dokument ist die Rede von der Frische des Evangeliums, von Botschaften, die wir, sagt Fernandez, die Authentizität des Evangeliums garantieren müssen. Du Unglücksrabe, der du bist. Und in der Zwischenzeit platziert ihr mit der Synode Frauen am Altar, ihr gebt den Segen an schwule Paare, was offen gegen das Evangelium geht. Aber die Leute sind benebelt. Aber es bringt nichts. Weißt du, warum es nichts bringt, der Frate Lestino? Weil er benebelt ist. Gibt es noch eine Art, wie soll man sagen, Veranlagung? Rinbambito ist etwas anderes. Sie haben dich wirklich veräppelt und du hast dich veräppeln lassen. Alessandro, entschuldige, du hast mich verwirrt. Rinbambito ist eins, das andere sage ich nicht, weil es 30 sind. Aber es ist die andere. Weil ein Trottel jemand ist, der dazu neigt, sich veräppeln zu lassen. Die andere Person ist jemand, der zwar intelligent ist, aber sich im Laufe der Zeit hat gehen lassen. Irreführung, das passiert. Wie verstehen die das nicht? Was soll Fernandez uns eine Lektion über das Evangelium erteilen, während sie die Synode abhalten, wo sein Reisegefährte Olerich mit Bergoglios Segen das Wort Gottes ändert? Allora können sie ändern. Kann jemand Gottes Wort ändern? Niemand.
Niemand kann das Wort Gottes ändern. Sie haben es geändert. Aber sie interessieren sich dafür, ob die Madonna in Medjugorje erscheint oder nicht. Und Pater Livio ist glücklich. Die Seher kann man nicht treffen. Die Erscheinungen sind vielleicht nicht wahr, vielleicht doch. Das ist uns völlig egal. Wir setzen das Urteil aus. Aber wir erlauben die Pilgerfahrten. Also, ich möchte fragen, ob Pater Livio die Freiheit haben wird, die Botschaft vom 25. auf Radio Maria zu kommentieren. Aber sicher, weil es niemanden gibt wie Papst Franziskus. Wenn ich wie Pater Livio gesprochen hätte, wäre ich heute Kardinal wegen der Qualitäten, die Gott mir gegeben hat. Gott gab mir. Es ist sinnlos, wenn Feinde sagen, ich sei stolz. Ich weiß, warum ich sage, Gott hat sie mir gegeben, denn von mir selbst gibt es nichts. Zurück zu Pater Johannes. Gestern hat er einen Brief vom Bischof erhalten, in dem steht, mit großem Bedauern verbiete ich dir, mit sofortiger Wirkung gemäß Kanon Absatz 3.3 in jeglicher Form öffentliche Funktionen zu feiern. Außerdem entziehe ich dir hiermit mit sofortiger Wirkung gemäß dem Kanon. Seht, wie sie die Kanons nutzen. Mit Pater Rupnik nicht, aber. Mit Pater Rupnik nicht. Mit Pater Johannes Lerner, ja. Disgrazierten, verfluchten Partisanen des Satans. Alle enden gleich, wenn Gott es bestimmt. Es ist ein Unglück für diejenigen, die euch aus Eigeninteresse auf dem Thron von Pedro garantieren. Dir entziehe ich die Befugnis, Beichten zu hören und zu predigen. Diese Verbote und dieser Widerruf gelten überall, merkt euch das, überall, denn das Ziel ist es, den kleinen Rest zu zerstören. Das Ziel ist, gegen uns zu arbeiten. Wir sind es, die auf die Nerven gehen. Wir sind es, die auf die Nerven gehen. Ich weiß nicht, ein Werk, das in den letzten 500 Jahren verfolgt und bekämpft wurde. Einteiler verschüttet wie der des kleinen Rests, insbesondere der Gemeinschaft. Und die Priester, wenn sie Rückgrat hätten und nicht wie Fräulein mit Hündchen im Pfarrhaus spazieren gingen, sollten sich sofort positionieren. Nicht, dass sie Zweifel bekommen, weil es Verurteilungen gibt. Im Gegenteil, sie sollten mit uns suchen kommen, wenn sie Männer Gottes wären. Sie gelten überall. Das heißt, du kannst nicht nach Italien gehen mit diesem Schurken Minutella. Guai a dir, wenn du es tust, denn jetzt ist es noch nur ein Verbot. Es ist nicht einmal eine Suspension ad divinis. Es ähnelt sehr daran. Aber der Bischof ist schlau. Egidius Zizkovic, der sich vor dem ewigen Vater zusammen mit Rupinic Bergoglio und den anderen Anhängern Satans wiederfinden wird. Ich wollte dann beruhigen, wisst ihr, dass ich Pater Ioannis gefragt habe, ob er bereit wäre, die Messe in Mailand zu feiern. Am 6. Oktober, jetzt kommen diese Maßnahmen. Ich habe ihn gefragt, fühlst du dich trotzdem bereit, in Mailand zu zelebrieren? Was hat er gesagt? Sicher, Punkt. Das soll zeigen, wie währenddessen die falsche Kirche der Dunkelheit, die Kirche Satans, angeführt vom Baumeister Luzifers, der Bergoglio ist, überall ihre Hände im Spiel hat. Seht, mit welcher Eleganz sie uns verfolgen, uns bedrängen. Dürftet nicht nur Assago, sondern ganz Mailand füllen, die Leute. Wo sind die wahren Katholiken? Sie tun so, als wären sie dumm, aber die Leute sind dumm. Aber Pater Livio ist dumm, Kardinal Comastri ist dumm, Kardinal Burke ist dumm. Sie schweigen, nicht wahr? George Geiswein ist dumm. Jetzt die große Frage nicht mehr, bereitet euch vor. Zwischen einem Kommentar und dem anderen Evangelium nach Johannes würde ich ein Buch über die mittlerweile wahre große Frage vorbereiten, die nicht mehr darin besteht, dass Benedikt der 16. nicht zurückgetreten ist, was mittlerweile anerkannt ist, gemäß den Gesetzen der Kirche. Die Arbeit aus dieser Perspektive des Konzils ist unübertrefflich. Das heißt, es gibt keinen Grund mehr, darüber weiter zu diskutieren. Und es ist der Tag, an dem auch die Traditionalisten feiern, um zu sagen, dass absolutes Chaos herrscht. Was für ein Durcheinander in der Kirche, weil die Traditionalisten für einen einzigen Tag mit Papst Franziskus vereint sind. Da ist das Süße, das du hast, weil die Traditionalisten nie daran geglaubt haben.
Sie sind in Fatima stehen geblieben, haben nie an Medjugorje geglaubt, also jubeln sie heute, gestern und heute. Das zeigt euch, auf welchem Niveau wir angekommen sind. Allora, das Dokument gestern, nach mehr als 40 Jahren von Erscheinungen, das Dokument der Gemeinschaft von Pachamama, sagt, wie die Dinge stehen. Ich lese euch natürlich nicht alles vor, weil ich euch nicht belasten möchte, aber das Dokument behauptet, gehen wir gleich zu den Schlussfolgerungen, denn am Ende sind sie die wichtigsten. Gehen wir gleich zu den Schlussfolgerungen, die die wichtigsten sind. Conclusioni Nummer 38, durch den Niki Lostat über ein spirituelles Ereignis sind die Gläubigen jetzt berechtigt, in vorsichtiger Form ihre Zustimmung zu geben. Soweit dies keine Erklärung des übernatürlichen Charakters des Phänomens impliziert und daran erinnert, dass die Gläubigen nicht verpflichtet sind, daran zu glauben, weist der Niki darauf hin, dass Letztere durch diesen spirituellen Vorschlag einen positiven Anreiz für ihr christliches Leben erhalten können und genehmigt den öffentlichen Kult. Hast du verstanden? Wenn der Korb dann vorbeikommt, Madonna erscheint dann. Der Korb erscheint, täglich, mehrmals am Tag, und das sind in der Praxis echte. Fernandez kam, um zu sagen, deshalb hassen sie mich. Die Wut, Fernandez sagt im Dokument, wir wissen nicht, ob die Madonna jeden Tag erscheint. Der Korb, ja, die Spende, es wird gesagt, dass sie die Verehrung der heiligen Spende von Medjugorje genehmigen. Heilige Spende von Medjugorje, bete für mich. Diese Bestimmung ist möglich, da man feststellen konnte, dass inmitten einer spirituellen Erfahrung viele positive Früchte hervorgebracht wurden und keine negativen oder riskanten Auswirkungen auf das Volk Gottes verbreitet wurden. Warum wurde Amsterdam hingegen verurteilt? Weil auch dort keine riskanten Auswirkungen auftraten, sondern vielmehr Gebet, Anbetung des Herrn, Katechese, Verkündigung des Glaubens, Verbreitung des Evangeliums. Außerdem im Vergleich zu Medjugorje sage ich euch, dass Amsterdam geografisch gesehen weiter verbreitet ist. Weil es Orte geben kann, nehmen wir an in Indien, wo sie noch nichts von Medjugorje wissen oder wenig wissen. Aber stattdessen gibt es, wie ich persönlich erfahren konnte, eine große Verehrung für die Frau aller Völker. Warum wurde das verurteilt? Keine geistigen Früchte? Zwei Maßstäbe? Certo, Rupinic Minutella, Rupinic Bernasconi, Rupinic Lerner ist unter Celestino. Ich habe heute Morgen scherzhaft gesagt, dass ich glaube, du bist ein Spion. Die Bewertung der reichlichen und weit verbreiteten Früchte, die so schön und positiv sind, impliziert nicht, die vermeintlichen übernatürlichen Ereignisse als authentisch zu erklären, sondern hervorzuheben, dass inmitten dieses Phänomens. Habt ihr eine Ahnung, was wir da lesen? In diesem Phänomen von Medjugorje wirkt der Heilige Geist für die Gläubigen. Nein, entschuldigen Sie, verstehe ich das richtig? Also, es bedeutet nicht unbedingt zu sagen, dass die Madonna erscheint, sozusagen. Aber es gibt den Heiligen Geist. In welchem Sinne? Erinnert ihr euch? Wer war's? Weiß nicht. Paolo Vergine. Aber in welchem Sinne? Also, es bedeutet nicht, wie man angebliche übernatürliche Ereignisse als authentisch betrachtet. Es gibt den Geist. Es gibt nichts Übernatürliches, aber den Heiligen Geist. Es gibt nichts Übernatürliches, aber es gibt den Heiligen Geist. Daher wird eingeladen, den pastoralen Wert zu schätzen und zu teilen. Die positive Bewertung der meisten Botschaften von Medjugorje als erbauliche Texte impliziert nicht, dass sie einen direkten übernatürlichen Ursprung haben. Infolgedessen, wenn man sich auf Botschaften der Madonna bezieht, sollte man immer von angeblichen Botschaften sprechen. Aber Pater Livio ist zufrieden. Die in dieser Notiz gesammelten Elemente ermöglichen es, die Bedingungen zu erkennen, um zur Bestimmung eines Niki Lostats fortzuschreiten. Alles klar. Wie? Angebliche Erscheinungen. Das Übernatürliche, ob es da ist, wissen wir nicht. Aber Niki Lostati, die Gläubigen können gehen. Iori Liebe, das sind die Hirten, die die Leute verdienen, eine Cum und Bergoiana hier, Medjugorjani und Erneuerung im Geist eingeschlossen.
Pflückt euch das im Namen des Heiligen Geistes mit Unterschrift von Don Minutella, der zählt, wie viel Geld er in der Tasche hat. Andate nach Medjugorje, andateci, da ist der Heilige Geist. Wenn Fernandes es sagt, sagt es Fernandes. Verstanden? Fernandez, der apostolische Visitator mit besonderem Charakter für die Pfarrei Medjugorje, der weiterhin die ihm anvertrauten Aufgaben ausführen wird, wird darauf achten, dass in jeder Veröffentlichung, die die Botschaften sammelt, fine diese Anmerkung aufgenommen, keine Nachricht kann mehr ohne die erläuternde Anmerkung verbreitet werden. Und das ist schon viel als Kontrolle der Angelegenheit. Das heißt, wir interessieren uns für die heilige Spende, aber wir achten auf den Rest. Jetzt kommt meiner Meinung nach der wichtigste Teil. Der apostolische Besucher wird darauf achten, was ich euch seit Jahren sage. Vertraut Don Minutella. Wenn er nicht der große Prälat ist, wie ich hoffe, dann bleiben die Feinde ruhig. Er wird ihm sehr nahe kommen. Ich sage euch schon länger, dass mich diese Botschaften nicht überzeugen. Vater, glauben Sie, dass die Madonna in Medjugorje ist? Ja, aber es gibt eine satanische Kontrolle. Die Seher können nichts tun, weil auch Pater Livio, der weiß, fühlt, wahrnimmt, dass etwas nicht stimmt, nicht gesprochen hat. Möglich, dass diese Madonna nie über die tiefe Krise in der Kirche spricht, kein Wort über das Ereignis von Pacamama gesagt hat, möglich? L'apparizione von homosexuellen Paaren, gibt es kein Wort vom Himmel über eine so schwere Sünde? Die Diakonissen, die jetzt zum Altar gehen und die Madonna, kündigt nichts an? Erinnert ihr euch, dass ich jahrelang sage, ich glaube an Medjugorje, weil ich es sah? Ich bin kein stocksteifer Traditionalist. Ich weiß, dass die Madonna dort wirkt. Aber es gibt eine Kontrolle, Bergoglio, von den Partisanen des Satans. Wollt Beweis? Schaut mal, was Tuccio Fernandes gestern geschrieben hat. Daher wird der apostolische Visitator dann die Unterscheidung der zukünftigen oder vergangenen Botschaften vornehmen und muss deren eventuelle Veröffentlichung genehmigen. Alles verstanden? Ja. Ci aveva ragione Don Minutella. Hochlebe die kleine Holländerin. Hochlebe die kleine Holländerin. Also im Grunde genommen wurden sie hier gezwungen, bekannt zu geben: Wir kontrollieren alles. Erwartet keine Botschaften vom Himmel, die nicht gefiltert sind. Denn bevor sie bei Radio Maria bekannt gemacht werden, bevor sie über alle sozialen Netzwerke der Mittagszeit bekannt gemacht werden, sagen sie es schon und ihr denkt, es muss noch beginnen. Sie sagen etwas, das seit Jahren passiert und das nur Minutella den Mut hatte, klar auszusprechen. Die Botschaften sind gesteuert, die Botschaften sind gefiltert, lest sie nicht, sie sind nicht von der Madonna. Die Botschaften stammen von Pachamama und die Seher sehen die Madonna leiden und werden ins Visier genommen. Pater Livio tut so, als bemerke er es nicht, weil man sagt, man solle sich von ihnen fernhalten. Die kirchlichen Autoritäten, wo sie präsent ist, sind eingeladen, den pastoralen Wert der Wallfahrten nach Santa Coletta zu schätzen, indem sie mit Vorsicht beurteilen, was geschieht. Dennoch bleibt die Autorität des Bischofs bestehen und so weiter. Die Menschen, die nach Medjugorje reisen, sollten stark darauf ausgerichtet sein, zu akzeptieren, dass die Pilgerreisen nicht dazu dienen, die angeblichen Seher zu treffen. Hausarrest, also diese sind dort, die die Madonna sehen, man sollte sie nicht treffen. Warum? Warum? Wir scherzen auch nicht. Hier ist die Madonna, von uns gibt es nichts. Nix. In einer Botschaft an Don Stato Gobbi sagt die Madonna, wenn Satan denkt, alles erobert zu haben, dann werde ich eingreifen. Ist das so? Wir müssen geduldig sein. Das Gute ist, dass wir uns gegenseitig trösten können. Und wenn wir miteinander sprechen, spreche ich zu euch. Ihr hört mir zu, wir finden uns wieder und das ist schon alles. Und tröstlich, nicht allein zu sein. Dominude, das hat den Brüdern gedient, die noch sind, wer sie sind.
und vor allem euch, nicht allein zu fühlen, wenn man versteht, dass es diese Situation gibt. Denkt daran, wenn es Dominute nicht gegeben hätte, wie hättet ihr es gemacht? Scheinbar mache ich jetzt Witze, aber ich spreche ernsthaft, denn das hat einen Preis gehabt und hat einen Preis, der nicht unerheblich ist. Also sollten die Seher nicht getroffen werden. Aber Pater Livio ist zufrieden. Aber um ein Treffen mit Maria, der Königin des Friedens, zu haben, indem man das Wort Gottes hört, welches Wort Gottes aber? Fernandez, präzisiere das bitte. Wenn du ehrlich bist, und das Gegenteil von ehrlich ist, was es ist, musst du sagen, welches Wort Gottes. Quella unveränderte des apostolischen Glaubensgutes von 2 Jahrtausenden. O das, was ihr Satansanhänger verändert habt. Belzorco verdreht Gottes Wort nicht. Parola di Dio bedeutet Schrift und apostolische Tradition. Gott erlaubt keine Kommunion für Wiederverheiratete, weil Gott Diakonin am Altar nicht erlaubt. Wenn du sagst, dass Gläubige nach Medjugorje sollen, präzisiere, welches Wort Gottes. Che Pachamama mit dir sei, Fernandez. Hören Sie das Wort, die Eucharistie, in Einheit mit Papst Franziskus, dem falschen Papst, Zerstörer des Katholizismus, alle glücklich bei der Messe, weil sie gültig ist. Der Heilige Geist kommt, wandelt Brot und Wein. Ja, so ist es. Ecco, das ist das Fazit. Der Dokument ist lang und langweilig, wie sie es oft zu tun pflegen, und es gibt das Thema der Leser, das spezifiziert wird. Einige Nachrichten werden als gut angesehen, während andere laut Fernandez Probleme verursachen. Ecco, während wir uns dem Ende nähern, können wir sofort theologisch gesprochen die Schizophrenie dieser Leute hier, dieser beiden Argentinier, qualifizieren. Proveniente aus Buenos Aires, Jorge Maria Bergoglio und Tucho Fernandez. Possiamo dire che è teologico la questione. Siamo in presenza di due personaggi, uno che chiamano Papa e uno che chiamano Prefetto della Fede, quindi l'autorità numero uno e l'autorità numero due o numero tre, perché poi ci sarebbe il segretario di Santo Vaticano, che non serve a niente, una persona inutile piazzata lì. Zumindest bisher, nach dem, was man mir sagt, dass sie bei einem Phänomen eingreifen, das im Laufe der letzten mehr als 40 Jahre einen großen Aufschwung des authentischen Glaubens, des Gebets und der eucharistischen und marianischen Spiritualität hervorgebracht hat und weiterhin hervorbringt, wenn auch nicht mehr wie zuvor. Mit welcher Autorität greifen sie ein? Mit welchem Recht greifen Sie ein? Gottes Autorität? Mit der Autorität der Madonna? Oder mit Satans Macht? Diese Frage solltet ihr euch alle stellen, ich als Erster. Mit welcher Autorität greifen Bergoglio und Fernandez in Medjugorje ein? Mit Gottes Autorität oder mit der Macht des Teufels? Nächster Schritt. Sehe ich sage, dass sie Satans Anhänger sind, wie Schwester Lucia von Fatima es ahnte, beweise ich es als zweifacher Theologe auf theologischer Ebene. Denn wenn Fernandez sagt, dass die Botschaften das Wort Gottes respektieren müssen und er selbst als Erster das Wort Gottes mit dem Dokument Fiducia Supplicans nicht respektiert hat, sage ich ihm, du bist nutzlos, du dienst mir zu nichts. Meine Seele rette ich, nicht zuhörend. Sei heuchlerisch und unehrlich, denn du, der das Wort Gottes offiziell mit dem Vertrauen der Bittenden geändert hast, schreibst jetzt, dass man die Früchte erkennt, wenn die Botschaften dem Wort Gottes entsprechen. Aber wie? Du änderst sie und willst, dass die Madonna... Wort. Welches Wort Gottes? Weil ich euch daran erinnere, dass inzwischen der Bischof von Feira de Santana, ich glaube, wir sind so in der Diözese in Brasilien, wo Pedro Regis ist, die Erscheinung der Madonna von Pedro Regis geschrieben hat, dass diese Botschaften uns nicht sehr überzeugen, weil sie nie von Papst Franziskus, von der Ökologie sprechen. Man zögert zu sagen, aber wirklich, sind sie auf diesem Niveau angekommen. Die wollen die Madonna mundtot machen. Hier ist, was Tucio Fernandez und Bergoglio tun.
Wir haben gesendet, liebe Kinder. Folgt weiterhin Radio Maria. Padre Livio, Kardinal Fernandes und Papst Franziskus haben der Madonna einen Maulkorb verpasst. Dies ist Fatimas. Tut so, als wäre es Medjugorje. Ecco. Gestern's Dokument ist das. Die Madonna erscheint nicht mehr, weil Fernandes es nicht erlaubt. Erst um Erlaubnis fragen. Wenn ich sagte, Bergoglio ist Lucifer, dann er Asmodeus. Wir sind auf höchsten Ebenen. Öffnet die Augen und vertraut mir. C'è Satana im Vatikan. Gegen Maria. Die greifen sie an. Die Seher werden angegriffen. Spricht Pater Livio. Seht selbst, Radio Maria wird weiterhin die Botschaften ohne Probleme verbreiten, dass am 25. des Monats die Gebetswache stattfinden wird, bei der die letzte Botschaft der Madonna vorgelesen wird, dass Maria Pavlovic wahrscheinlich weiterhin telefonisch bei Radio Maria eingreifen wird, aber dass die Botschaften an sich nichts von nichts übermitteln werden, weil, wie das Dokument offen sagt, weil schaut mal, wie unverschämt diese Leute sind. Schaut mal, was für unverschämte Leute. Nicht normale Leute. Wir haben es nicht mit gewöhnlichen Menschen zu tun. Ich möchte, dass ihr das versteht. Wir sind auf dem Niveau der kirchlichen Freimaurerei, der Supermächtigen, der mit teuren Blumenkräften. Wir scherzen nicht mehr. Die Nachrichten, das Dokument sagt es offen, ohne es weiter zu verbergen. Die Nachrichten müssen antworten. Zum Ermessen des apostolischen Besuchers, der den Vorarbeiter anruft und ihm sagt, dass diese Nachricht angekommen ist. Diese sollst du löschen. Sie geht über meinen Kollegen Fernandes. Und all das wird geschrieben, während Pater Johannes angewiesen wird, nirgendwo zu predigen, weil sie wissen, dass er nach Italien kommt, um den kleinen Rest zu zerstören und nicht zu beichten. Was hat Vater Johannes falsch gemacht? Was machen wir falsch? Nichts. Intanto ist Pater Rupnik frei, zu tun, was zum Teufel er will. Nur hat er als Strafe, angesichts der schwerwiegenden Dinge, die er tut und getan hat, erlitten, aus dem Orden der Jesuiten ausgeschlossen zu werden. Nicht mal Exkommunikation. Padre Rupnik ist da. Lo tun apertamente, weil die unglücklichen Unehrlichen von Unacum es ihnen erlaubt haben. Era Minutella. Ist Minutella das Problem? Herr Minutella ist das Problem für Unacum. Hast du verstanden? Nicht Papst Franziskus, nicht Rom, nein, es ist Herr Minutella, er ist exkommuniziert, folgt ihm nicht. All die Kreuzzüge, die in diesen Jahren diejenigen gemacht haben, die zur Messe mit Papst Franziskus gehen und beten, dass er stirbt, denken, dass wenn er weggeht, wird es besser? Werden sie noch mehr bestraft? Wir müssen überleben. Das Urteil über Medjugorje gebe ich euch, wenn ihr mir vertraut, Das Urteil über Medjugorje, was mich betrifft, ist folgendes. Medjugorje ist ohne Zweifel zunächst ein großes Geschenk Gottes für die Kirche des 20. Jahrhunderts gewesen. Genau mehr für die Kirche nach dem Konzil. Mentre in Italien, in Rom, wurde diskutiert, mit endlosen Symposien, Synoden, runden Tischen, Konferenzen, pastoralen Aktivitäten. Und es wurde nicht mehr gebetet, während das Rosenkranzgebet und die eucharistische Anbetung verschwanden in einem dunklen Dorf in Bosnien-Herzegowina. Im Juni 1981 erscheint die Gospa, wie sie genannt wird, die Königin des Friedens, Krai Zamira, diesen sechs Regenten. Vielleicht können wir uns die Namen merken. Wiska, Maria, Mirana, Ivanka, Ivan und Jakov. Sechs sind das. Die diesen sechs entwickelt sich im Laufe der Jahre durch die Nachrichten, die sie erhalten, ein großes Phänomen. Zum Beispiel René Laurentin, der kein Unbekannter war, ist nach Medjugorje gereist und hat ein Buch geschrieben, das ich nicht brauche. Es ist historisch, wo er im Lichte dessen, was er sah, sagen konnte, dass die Madonna erschien, auch weil sie die Seher in Medjugorje hatten und diese so tun, als ob sie es ignorieren. Sie wurden sehr ernsthaften wissenschaftlichen Tests unterzogen, bei denen sie zum Beispiel die Finger in die Augen des Sehers gesteckt haben. Du weißt, sobald ich dir den Finger ins Auge stecke, wenn du vortäuschst, kannst du nicht. Und doch reagierten sie nicht.
Warum? Hier René Laurentin, aber auch Hans-Urs von Balthasar ist nach Medjugorje gegangen, im Auftrag von Ratzinger, und sagte dem Bischof von Mostar, dass er nicht daran glaubte, ich wäre vorsichtiger. Und im Laufe der Zeit, schon in den 80er Jahren, dann trotz des jugoslawischen Krieges, sind die Pilgerfahrten vor allem aus Italien gestiegen. Und dort entstand eine mütterliche pastorale Methode, das Primat des Gebets. Einfach, auch ich bin Medjugorje verpflichtet. Medjugorje ist vorbergoljanisch. Die sehr schönen Botschaften, in denen die Madonna mit der Einfachheit, die eine Mutter haben kann, zum Beten einlädt, den Rosenkranz zu beten. Es gibt einen Plan, sagt die Madonna. Dieser Tuzio Fernandes bestreitet es im Dokument. Die Madonna kann keinen Plan haben. Der Plan ist nur der von Gott. Das ist Satan, der spricht. Ein Plan, klar im Auftrag Gottes, aber sie hat einen Plan. Sie fürchten ihn, also nicht über Plan und Maria reden. Maria hat mehrmals von einem Plan gesprochen, der umgesetzt werden soll. Das Fasten, das Gebet. Und die Pfarrei von Medjugorje ist zur Modellpfarrei aller authentisch katholischen Pfarreien geworden, wo die Pfarrer, die Priester, nach Medjugorje gehend, die Bedeutung der Beichte, der eucharistischen Anbetung und des Gebets wiederentdeckt haben. Im Laufe der Zeit entstand Radio Maria, um ehrlich zu sein. Auf den Boykott der vorherigen Radio Maria von Don Galbiati, glaube ich, dass sie so hieß. Wenn ich mich nicht irre, entstand dieses äußerst wichtige Netzwerk, bei dem man sah, dass die Madonna wirklich präsent war, weil es nur durch die Spenden der Gläubigen finanziert wurde. Und so entstand eine ganze Bewegung, die auch Wojtyła einbezog. Denn es ist bekannt, dass Johannes Paul II. An Medjugorje glaubte und gesagt hat, dass er, wenn er nicht Papst gewesen wäre, in Medjugorje zum Beichten gewesen wäre. Außergewöhnliche Früchte auch unter dem Pontifikat von Benedikt XVI. Mit Bergoglio änderte sich's. Nach einer ersten Phase sieht man hier erneut die Schizophrenie, die auf tiefen verborgenen Interessen beruht. Eine erste Phase, in der Bergoglio Medjugorje stark ins Visier genommen hat, in der er von der Madonna als Postboten sprach, in der er von dieser Madonna sprach, die jeden Tag erscheint, in der er sagte, der Kardinal Ruini ist nachsichtiger als ich, weil die ersten Erscheinungen scheinbar anerkannt werden, aber ich glaube nicht einmal an diese. Plötzlich, wer weiß warum, hat er seine Haltung geändert. Der apostolische Visitator wurde eingesetzt. Er hat den Bischof von Mostar gezwungen zu sagen, dass die Erscheinungen, der Bischof muss sagen, dass sie vielleicht wahr sind, und er genehmigt die Pilgerfahrten, weil das Volk von Medjugorje heute das Volk von Bergoglio ist. Unglaublich, aber wahr. Diese Nachrichten, wie ihr wisst, sagen nichts mehr aus. Sie vermitteln nichts mehr, weil die Nachrichten verwirrend sind. Sie sind keine Nachrichten, die zum Nachdenken anregen. Sie sind Nachrichten, die praktisch nichts über die Situation in der Kirche kommunizieren. Apropos des Interviews wurde Tuzio Fernandes gefragt, dass es eine Botschaft von Medjugorje gibt, in der die Madonna sagt, man solle alle Religionen respektieren. Und er antwortete, das bedeute keinen religiösen Synkretismus. Und jemand machte ihn darauf aufmerksam, dass das, was Papst Franziskus gesagt hatte, falsch interpretiert wurde. Mehr oder weniger hat er das gesagt. Er hat es korrigiert. Er hat Papst Franziskus korrigiert. Genießt die Show. The show must go on. Madonnina, sie machen das so, wir sind hier, sprich ruhig, dass deine Diener deine Kinder hören und deshalb betretet nicht Medjugorje. Das ist mein Rat, nicht einmal die Hügel, denn wir erleben jetzt die 10 Geheimnisse und eines der Geheimnisse betraf zweifellos die von Gott erlaubte Manipulation Satans des Phänomens Medjugorje, des Ereignisses Medjugorje. Seht ihr nach Medjugorje geht, könntet ihr euch von nun an schlecht fühlen. Das ist mein Vorschlag. Ich hab's euch gesagt, fährst du morgen nach Medjugorje und bittest um Segen, gebe ich ihn dir und wünsche dir alles Gute. Das Wichtige ist, dass ich, Piccolo, ich hab's gesagt, geht nicht nach Medjugorje, hört nicht auf Radio Maria. Es ist ein Phänomen, das völlig von Lucifer erobert wurde, wegen Personen wie Pater Livio und Junacum, die so tun, als ob nichts wäre und die Truppen Satans vorrücken lassen. Wir sind hier, wir widerstehen, wir machen weiter. Es gibt Radio Domina. Trotz der Verurteilungen machen wir weiter. Ihr werdet sehen, der Sieg ist garantiert. Und dank der Seher von Medjugorje, ich kenne sie persönlich. Ich war bei ihren privaten Erscheinungen. Insbesondere hatte ich die Gnade, an der Erscheinung teilzunehmen.
der einzigen im ganzen Jahr bei Iakov am 25. Dezember. Es war 2000. Ich erinnere mich nicht unter dem Pontifikat. Ich glaube, es war noch Johannes Paul II. Bin ich nach Medjugorje gegangen und hatte die Gnade, denn es war Januar. Nein, es war Weihnachten, es war Weihnachten. Ich hatte die Gnade, der Erscheinung bei Iakov in seinem Haus beizuwohnen. Ich war neben ihm und kann nicht leugnen, dass die Madonna erschienen ist. Man konnte es richtig sehen, während er betete, kam der Moment der Uhrzeit. Er war richtig aufgeregt. Er bemühte sich, gesammelt zu bleiben. Aber man merkte, dass er auf den Besuch der heiligen Jungfrau wartete. Dann, plötzlich, als die Madonna erscheint, fällt er einfach zu Boden. Man hört richtig das Geräusch der Knie, die auf den Boden aufschlagen, und er tritt in eine Dimension ein, in der er sich nicht mehr bewegt. Er war völlig abwesend. Ich schaute ihn genau aus dieser Entfernung an, schaute ihm in die Augen, schaute auf seinen Ausdruck, schaute auf sein Gesicht und spürte, in meinem Herzen fühlte ich, dass die Madonna da war. Ich fühlte es, aber ich hatte Beweis und Bestätigung. Die Seher erwartet meiner Meinung nach einen Weg des Leidens, noch mehr. Sie werden noch mehr zum Schweigen gebracht. Diesen Botschaften, die der apostolische Besucher im Auftrag Dritter im Vatikan an Pater Livio senden wird, werden an die katholischen Netzwerke weitergegeben, wo wir erwarten können, dass die Madonna Papst Franziskus lobt, die Blümchen auf dem Feld und die Vögel am Himmel zu verteidigen und zu schützen. Und die Kirche ist perfekt. Vielleicht sagt die Madonna, dass dies eine Gnadenzeit unter Papst Franziskus ist. Viel Glück. Viel Glück allen, die nach Medjugorje reisen. Meine Lieben, das Wort ist euer. Bereit?